Also Sampling bedeutet, dass man ganz kurze Ausschnitte aus einem Musikstück in ein anderes Musikstück übernimmt. Das ist so künstlerische Formen, die vor allem im Hip-Hop reichhaltig betrieben wurde, wo Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gab es ganze Stücke, die mehr oder weniger nur aus Samples bestanden. Und der Hintergrund ist einfach, dass man anderen Ehre erbietet, dass man sagt, oh, ihr habt tolle Musik gemacht und wir samplen euch jetzt. Das ist eben auch so eine gegenseitige Anerkennung, die dahinter steht. Also bei Sampling hat man sich halt immer gefragt, ob das urheberrechtlich relevant ist, was praktisch eine große Rolle spielt, weil wenn das urheberrechtlich relevant ist, dann muss man halt die Rechte einholen, wenn man so ein Sample verwenden will und im Zweifel Geld bezahlen und das ist sehr aufwendig und teuer alles in allem. Und jetzt gibt es dieses Urteil, wo das Bundesverfassungsgericht erstmals gesagt hat, dass Sampling im Prinzip gestattet ist, ohne dass man dafür Rechte einholen und Geld bezahlen muss, unter bestimmten Voraussetzungen. Und das war vorher eben so nicht klar. Es gab andere Urteile vom Bundesgerichtshof unter anderem, wo halt so Anforderungen aufgestellt wurden, zum Beispiel, dass Sampling nur dann erlaubt ist, ohne zu fragen, wenn man das selbst nicht in der Lage ist, einzuspielen, dieses Sample. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, das ist nicht richtig, sondern vielmehr Sampling ist dann erlaubt, wenn das neue Stück mit dem alten Stück sozusagen nicht in Konkurrenz tritt. Und hat da eben so ein paar Kriterien aufgeführt, wonach sich das richten könnte. Also wie eng die beiden Stücke zum Beispiel miteinander zusammenhängen, wie viel übernommen wurde und was für Sequenzen übernommen wurden. Und wenn man das überprüft hat, dann kann man halt am Ende sagen, okay, die konkurrieren nicht miteinander, die beiden Stücke, sondern es ist ein völlig neues Stück mit einem Sample drin und deshalb ist das Sampling dann erlaubt. In diesem Fall ging es vor allem um die Tonträgerherstellerrechte. Es gibt ja das Urheberrecht und es gibt sogenannte Leistungsschutzrechte oder verwandte Schutzrechte, so nennt man die. Und da gibt es ein Recht, das ist das Tonträgerherstellerrecht, also das ist das Recht desjenigen, der die Musikaufnahme produziert und dann vermarktet. Und da scheint es unterschiedliche Maßstäbe zu geben. Nach dem Urheberrecht werden so 2 Sekunden Samples im Zweifel gar nicht geschützt, also man muss in jedem Fall nicht fragen. Und nach dem Tonträgerherstellerrecht, da kommt es auf was anderes an, da geht es um die Investitionsleistung. Nach dem BGH sind auch schon 2 Sekunden im Prinzip geschützt. Und daran hat sich das nach dem Verfassungsgerichtsurteil auch nicht wirklich was geändert. Das hat nur gesagt, man kann auch sagen, dass 2 Sekunden gar nicht unter den Schutzbereich fällt. Insofern braucht man die Rechte auch nicht einholen. Aber wenn man sie einholen muss, weil es zum Beispiel keine Kunst ist oder weil dieser Kriterienkatalog eben nicht eine positive Antwort ergibt, dann muss man die Rechte klären und dann eben im Zweifel die Tonträgerherstellerrechte. Es gibt wie immer natürlich offene Fragen. Dieser Kriterienkatalog, den muss man halt anwenden auf jedes Stück. Also diesen Fragenkatalog, das sind 4 Fragen, die muss man sich dann eben beantworten und das ergibt natürlich eine gewisse Rechtsunsicherheit. Man kann nicht sagen, jedes Sampling ist immer erlaubt, sondern Sampling ist erlaubt, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Und das gilt einerseits auch für diese Konkurrenzfrage und andererseits gibt es noch ein anderes Kriterium. Das ist das mit der Kunst. Das Bundesverfassungsgericht hat halt abgewogen, die Eigentumsfreiheit, die das Urheberrecht schützt auf der einen Seite und die Kunstfreiheit, die halt diejenigen schützt, die samplen wollen. Und hat gesagt, nur wenn dieses Verhältnis da ist, darf man auch samplen. Das heißt, das neue Werk, in dem gesampelt wird, muss halt Kunst sein. So kann man sich jetzt wieder viele Fragen stellen, was ist zum Beispiel bei einem Werbejingle? Ja, ist das Kunst im Sinne der Verfassung? Oder was ist bei so einem Küchenvideo, wenn man da nur so kleine Schnipsel einspielt? Ist das Kunst oder ist das eben keine Kunst? Also es ist nicht hundertprozentig alles geklärt, aber die Entscheidung ist schon ein Meilenstein. In jedem Fall ist es eine interessante Entscheidung, weil das Bundesverfassungsgericht hier nicht zum ersten Mal, aber diesmal vehement auch erneut gesagt hat, das Urheberrecht ist sozusagen, das steht nicht im luftleeren Raum. Ja, das ist ein Recht, was eben verschiedene Interessen gegeneinander abwiegt. Und bei dieser Abwägung spielen halt andere Interessen eine im Prinzip genauso große Rolle wie das Interesse am Urheberrecht. Ja, mit anderen Worten, man muss bei der Auslegung von urheberrechtlichen Regelungen oder beim Leistungsschutzrecht, muss man eben die verfassungsrechtliche Dimension berücksichtigen und muss eben zum Beispiel die Kunstfreiheit mit abwägen und dann zu bestimmten Ergebnissen kommen. Das machen die Gerichte häufig nicht. Die sagen, entweder das steht im Gesetz oder es ist halt nicht erlaubt. Und so eine Abwägung findet ganz häufig nicht statt. Und ich glaube, das müsste jetzt eigentlich auch bei den unteren Gerichten verstärkt stattfinden.